Hallo und herzlich willkommen bei Roomup TV. Ich bin der Christian und heute gehe ich auf zwei sehr beliebte Böden ein, das Laminat und der Parkettboden. In diesem Video erkläre ich euch die Unterschiede dieser beiden Böden. Ich werde auf die Vor- und Nachteile eingehen, sowie was die Unterschiede bei der Verlegung sind und was die Besonderheiten ausmachen. Als erstes komme ich auf den Laminatboden zu sprechen. Das Laminat ist ein attraktiver, ein praktischer Boden. Warum? Weil er ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Er ist robust, er hat eine harte Oberfläche und diese ist einfach sehr abriebfest und schützt den Boden vor Kratzern. Wenn man es genau nimmt, ist Laminat kein natürliches Produkt. Es ist lediglich ein Imitat eines Parkett- oder eines Steinboden. Und in der heutigen Entwicklung ist es aber so, dass der Boden, das Laminat, in der Optik und der Haptik sehr echt wirken. Also sie sind kaum noch zu unterscheiden von einem richtigen Parkettboden zum Beispiel. Das liegt einfach an der echt wirkenden Oberfläche, die in der Oberflächenstruktur sehr authentisch wirkt. Die Verlegung ist sehr einfach. Der Boden wird schwimmend verlegt, mit Klickverbindungen ineinander gehakt und das ist eigentlich für jeden Hobbyheimwerker selbst ohne Probleme durchzuführen. Als nächstes komme ich auf den Parkettboden zu sprechen. Parkett ist ein natürlicher Holzfußboden, der seit Jahren nicht nur bei Naturfreunden sehr beliebt ist. Seine natürliche Optik mit einzigartigen Mustern und Farben ist ein echtes Unikat und jedes Stück gibt es im Prinzip nur ein einziges Mal, so wie er in der Natur gewachsen ist. Durch das Echtholz erhält Parkett einen warmen, einen weichen Charakter und das ist zum Beispiel super angenehm beim Barfußlaufen. Parkett bringt auch einen feinen Holzgeruch in die Räumlichkeiten, wo er verlegt wird und das verbessert das Raumklima zusätzlich. Eine weitere Besonderheit beim Parkettboden ist, dass der Boden reifen kann. Er kann im Laufe der Zeit, wenn er ein paar Jahre liegt, seine Farbe verändern, was allerdings nicht negativ sein muss. Das kann durchaus einen positiven Effekt haben. Und zusätzlich kann die Oberfläche abgeschliffen werden und neu aufbereitet werden. Dadurch wirkt der Boden einfach wieder frisch. Als nächstes komme ich auf die Verlegung. Wie ich bereits schon erwähnt habe, lässt sich Laminat eigentlich sehr einfach schwimmend selbst verlegen. Dazu benötigt ihr einfach noch eine Trittschalldämmung, die ihr bei der Verlegung unterlegt. Lässt sich relativ simpel gestalten, auch ohne große handwerkliche Erfahrung. Beim Parkett hingegen gibt es zwei Varianten. So habt ihr erstens die Option, wie beim Laminat den Boden schwimmend zu verlegen. Als zweite Variante könnt ihr den Parkett auch vollflächig verkleben. Das ist allerdings schwer selbst zu machen und wird meistens von einem Bodenleger oder einem Parkettleger durchgeführt. Hat natürlich den Nachteil, dass es teurer ist. Allerdings bringt diese Verlegevariante auch einige Vorteile mit sich. So ist bei der vollflächigen Verklebung die Raumakustik weitaus besser als bei der schwimmenden Verlegung. Fugen entstehen weitaus weniger und das macht den Boden weniger anfällig bei Feuchtigkeit, weil die Feuchtigkeit schwerer in den Boden einziehen kann. Parkettboden ist bei der vollflächigen Verklebung auch deutlich stabiler und bei der Verwendung von Fußbodenheizung habt ihr den Vorteil, dass die Wärmeleitfähigkeit steigt. Worin unterscheiden sich nun ein Laminat und ein Parkettboden? Der größte Unterschied liegt im Material. Parkett besteht hier komplett aus Echtholz, also das Dekor, der Träger und der Gegenzug bestehen aus Echtholz, während beim Laminat es so ist, dass nur die Trägerplatte aus gepresstem Fasermaterial ist und diese mit einer künstlichen Dekorschicht bedruckt wird. Ein weiterer Unterschied liegt in der Materialstärke. Es ist so, wenn ihr hier vergleicht, das Laminat hat eine deutlich geringere Aufbauhöhe als das Parkett. Beim Laminat kann man von einer Aufbauhöhe von 6 bis 12 mm sprechen, während beim Parkett es so ist, dass es meist im Bereich 15 bis 20 mm liegt. Als nächstes komme ich zum Raumklima. Hier ist es so, dass das natürliche Parkett das Raumklima deutlich verbessert. So kann der Boden überschüssige Luftfeuchte aus der Raumluft aufnehmen und bei Bedarf wieder in die Luft abgeben. Zusätzlich habe ich ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, bei der vollflächigen Verklebung ist es so, dass die Raumakustik deutlich besser wird und generell verbessert Parkett die wohngesunde Eigenschaft. Ein weiterer Unterschied liegt in der Oberfläche dieser beiden Böden. Während ein Parkett eher ein weicher Boden ist
und leicht Kratzer entstehen können, ist es beim Laminat so, dass die Oberfläche hart und robust ist. Daher eignet sich ein Laminat besser zur Verlegung in hochfrequentierten Bereichen wie im Homeoffice, im Flur oder in einem Spiel- oder Kinderzimmer. Zusätzlich lässt sich ein Laminat im gewerblichen Bereich wie Cafés, Arztpraxen oder Restaurants ohne Probleme verlegen. Beim Parkett ist es so, dass ihr da erstmals eine harte Holzart wählen solltet und zweitens darauf achten solltet, dass diese eine hohe Nutzschicht hat. Ein weiterer Unterschied der beiden Böden liegt in dem Pflegeaufwand. Hier ist es so, dass beim Laminat der Boden bei Flecken und bei UV-Licht eher unempfindlich ist und generell ist er wenig pflegeaufwendig und bedarf keiner regelmäßigen Pflege. Auch zur Reinigung reicht es, wenn ihr den Boden absaugt und nebelfeucht wischt. Beim Parkett ist der Pflegeaufwand je nach Oberfläche auf jeden Fall größer. Generell muss der natürlich auch abgesaugt und nebelfeucht gewischt werden. Allerdings ist es dann nochmal so, dass je nach Oberfläche, bei der geölten zum Beispiel, bedarf viel Pflege. Also da solltet ihr zweimal im Jahr die Oberfläche nachölen, am besten vor und nach der Heizperiode. Und bei Bedarf muss auch der Boden immer mal wieder nachgeölt werden. Bei der lackierten Oberfläche, die braucht zwar nicht so viel Pflege, allerdings ist es auch so, dass diese Oberflächenvariante nicht ganz so natürlich wirkt. Parkett hat noch den Vorteil, dass der Boden je nach Nutzschichtstärke mehrmalig abgeschliffen und nachgebessert werden kann. Da solltet ihr allerdings aufpassen, dass je nach Oberfläche der Boden wieder versiegelt wird. Das heißt, bei einem geölten Parkett muss der wieder geölt werden und bei einem lackierten Parkett muss wieder eine Lackversiegelung drauf kommen. Beim Laminat ist es so, dass dieser nicht nachgebessert werden kann. Hier müsstet ihr die Planken komplett austauschen, falls sie beschädigt wären. Der letzte große Unterschied der beiden Böden liegt natürlich im Preis. Hier ist es so, dass auf den ersten Blick Parkett deutlich teurer ist. Allerdings solltet ihr Parkett auch nicht mit einem Billiglaminat vergleichen. Da solltet ihr schon eher ein Markenlaminat zum Vergleich heranziehen, das natürlich immer noch günstiger ist im Vergleich zu einem Parkettboden. Allerdings habe ich, wie ich ja jetzt euch erzählt habe, hat Parkett einfach auch einige Vorteile und bei Bedarf kann dieser natürlich auch noch aufbereitet werden, was einen neuen Einsatz sozusagen erspart. Welcher Boden ist der richtige für mich? Natürlich ist es so, dass der Preis eine große Rolle spielt, jedoch sollten auch andere Kriterien mit hineinbezogen werden. In Zimmern mit einer hohen Beanspruchung, wo Kratzer leicht entstehen könnten, sollte eher kein Parkett verlegt werden und bei Zimmern mit einer intensiven Sonneneinstrahlung kann es passieren, dass Parkett die Farbe leicht verändert. Parkett hat jedoch einen edlen, einen natürlichen Charakter und verbessert das Raumklima und die Raumakustik nachhaltig. Bei Laminat verhält es sich jedoch so, dass ihr einen deutlich geringeren Pflegeaufwand habt, was ihr auch berücksichtigen solltet. Ich hoffe, euch einen besseren Überblick über die beiden Böden gegeben zu haben und euch die Entscheidung, welcher Boden besser zu euch passt, einfacher fällt. Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne unten in die Kommentare schreiben oder uns per E-Mail oder Telefon erreichen. Natürlich würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.